Okay. Ich laufe einfach mal los und dann gucken wir mal, von wo die Lichter kommen. Also ich glaube, eins kommt von vorne. Ah, und diese Dinger, die runterfahren. Ach du. Haha. Also es kommt anscheinend immer von vorne, aber ich muss mich halt hinter diesen Dingern verstecken. So. Im Prinzip. Ach, und ich muss hier außen rumlaufen, sehe ich gerade. Hui! Ach du meine Güte. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Was für ein Spaß. Geburtstag haben ist aber auch immer toll. Oh ja. Geburtstag haben ist schön. Egal wie alt. Einmal. Aber das finde ich angenehmer als mit diesem rechts-links gerade, muss ich sagen. Aber der fährt jetzt hoch, also warte ich noch mal kurz. Lass den runterfahren und dann laufe ich. Ja, genau. So ist es. Ah, besser, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schütz mich, schütz mich, schütz mich, du Ding. Dingelchen. Das schaffe ich. So, jetzt ist die Frage... Oh ja, das geht. Oh, nicht! Ich glaube, ich bin zu spät losge... Das war jetzt aber Glück. Wo soll ich überhaupt hin, Leute? Ich dachte, ich soll dahinter, aber irgendwie ist da nichts. Und jetzt bin ich voll im Roten. Shit! Jetzt bin ich einmal im Kreis gerannt. Toll. Der hat mir einen Save Point gegeben hier. Das ist aber lieb. Oh, warte, ich warte, bis das unten ist. Das freut mich aber. Ha! Ha ha ha! Ja, aber jetzt bin ich halt einmal im Kreis gerannt. Also, das ist doch irgendwie Quatsch. Das ist ein Horrorspiel. Da gibt's keinen, Irgendwas hat sich gerade getan. Hier, das Ding ist aufgegangen. Bitte sag, dass ich da hin soll. Oh, okay. Gut. Ein Teddybär! Hm. Oh Gott, wie süß. Lost in Arts. Oh. Alles gut. Hui. Auch hinterher. Ob wir wohl wirklich hier gefangen waren? Also ich glaube, das sind alles auch so vielleicht Erinnerungen, nicht nur Ängste. Erinnerungen mit Ängsten verbunden, wie es dann war. Wir haben auf jeden Fall einen ganz schlimmen Albtraum. Und sind wieder im Kinderzimmer. Lampe. So. Ah, wir haben ein paar Memories zurückbekommen. Schön. Ah, aber das hier nicht. Das war aber auch schwierig. Ja, vielleicht kommt das ja auch noch später. Ich meine, so ein Ball. Vielleicht kommt ja noch ein Ball-Albtraum. So vor Bällen Albträume haben, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst vor Bällen.
Ja, ich finde auch, dass das Kinderzimmer ganz schön leer ist. Ich habe leider noch keine Lampe, deswegen ist das alles ein bisschen unprofessionell, was das Lampensetting angeht hier. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Aber es hängt noch keine. Dann wäre das Licht etwas hübscher. Ich frage mich ja, ob ich nochmal aus Versehen in das gleiche Level springen kann. Ich versuche mal eine andere Umzugskiste zu nehmen. Perfekt. Puh. Ich hatte immer Angst vor den Bällen von den Jungs aus meiner Klasse. Die konnten immer sehr hart werfen. Oh ja. Oh Mann, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Oh nein. Im Spiegel eingesperrt. Ich rette dich. Das ist eine U-Bahn. Ich hatte immer Angst, dass irgendwas unter meinem Bett ist. So ganz typisch. Und deswegen habe ich mich dann immer ganz, ganz dick in meine Decke eingerollt, weil ich mir irgendwie gesagt habe, dass mir nichts passieren kann, wenn er mich nicht sieht. Deswegen... Also wirklich bis hier oben in die Decke so eingerollt. Weil dann sieht er mich nicht, dann weiß er nicht, dass ich da bin und dann passiert mir nichts. Oh Gott. Oder dieses Kind hat einfach wirklich Furchtbares als Kind durchgemacht. Hallo. Okay, der mag wohl den Friseur nicht. Aber Friseur ist doch cool. Ich bin gern beim Friseur. Ich wach. Ah, das Kind schon gern beim Friseur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich hat er mich und ich krieg neue Haare. Hui! Scheiße. Okay, ich glaube, er ist nicht mehr hinter mir her. Ich bin mir nicht sicher. Ich laufe einfach mal. Oh fuck. Oh fuck. Da ist ein Spiegel. Schnell durch. Ich glaube, der ist hinter mir. Ja, da ist er. Ich hasse, dass er mich was verfolgt. Oh nein. Oh fuck. Und jetzt? Ist er noch hinter mir her? Ich glaube schon. Da ist ein Spiegel. Oh nein! Oh, ich habe ihn gesehen. Leute, wenn irgendwas in den Spielen hinter mir her ist, das ist mein persönlicher, größter, schlimmster Albtraum. Ehrlich, ich mag das so... Ah! Oh fuck! Nein, keine neue Frisur, bitte! Oh scheiße, okay. Das war klar. Fuck, 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 fuck. Ich habe ihn doch da gerade laufen sehen. Vielleicht ist es ja ein gemeiner Friseur. Der hat ja auch komische Haare. Ist ja klar, dass der keine schönen Haare machen kann. Hui, die Puppe da. Oh Gott, muss das so ein Chaos sein hier. Ist ja klar, dass der nichts kann, wenn es bei dem so ausschaut. Ach, komm! Verdammt. Der wird mir sowas von gleich in die Arme laufen. Da ist er. Ah, der rettende Spiegel! Nein! Oh nein!
Hä? Okay, das ist irgendwie so gerade das Allerschlimmste. Aber er hat gespeichert, das ist gut. Ich war auch so gerne beim Friseur als Kind. Ja. Jetzt habe ich einen Friseur in der Familie, noch besser. Achso, das geht gar nicht. Der leuchtet viel zu stark da hinten. Wetten, dass der mir gleich irgendwie ins Gesicht springt, der Friseur? Geschafft. Hi. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will keine neuen Haare. Glatze steht mir. Das ist perfekt, so wie es ist. Ach komm. Das hat dem wehgetan? Dass ich den Spiegel zerdeppert habe? Naja, die waren wahrscheinlich teuer, die Spiegel. Ach, Mann. Ich hatte Angst, zum Friseur zu gehen. Da war es immer laut. Echt. Ich fand Friseur toll. Da habe ich immer eine Kopfmassage bekommen. Das mochte ich voll. Ja, ich muss die jetzt irgendwie in der richtigen Reihenfolge anscheinend. Aber der ist schon wieder so nah. Ah! Lass mich doch... Ah! Wo kommst du denn her? Nein! Lass mich! Mann! Das gibt's doch nicht! Shit! Was mache ich, damit der nicht so nah kommen kann? Weil der ist halt auch so schnell und ich bin nur ein kleines Kind. Scheiße. Und ich sehe den halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ah, da hinten. Jetzt leuchtet der da vorne, sehe ich gerade. Schnell, 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 schnell. Vogel. Keine Ahnung, aber ich habe ihn vernichtet. Ach, der hat meinen Vogel getötet, der Friseur. Böser Friseur. Wahrscheinlich hat dieses Ding die Ansicht, dass es so hübsch ist und weint wegen den Spiegeln. Nieder Haircut? It's bad luck. Okay, ich hatte anscheinend irgendwie Glück wegen irgendwas. Ich weiß nicht. Oh Mann. Das ist so ein Teil mit Sand, wo man drin malen kann. Das hatte ich auch als Kind. Okay. Das. Der Schlitz in der Wand. Und wir gehen weiter. Und fallen. Wir sind wieder am Umziehen. Wo wollen wir denn diesmal hin? Vielleicht nehmen wir... Keine Ahnung, das da? Bisschen austarieren, dass ich da auch lande irgendwie. Ich glaube, es passt. Halbwegs. Okay. Perfekt. Jetzt auf einmal klappt es voll gut. Am Anfang war ich ja super verwirrt. Was ist... Oh, es regnet. Wie schön.
Regen ist für mich nie gruselig. Regen ist immer gemütlich. Ist so. Ich liebe Regen. Oh, wenn die Eltern sich streiten. Und man dabei sein muss und nicht weggehen kann, weil man im Auto ist. Oder hast du Angst davor, entführt zu werden, kleiner Mann? Oder kleine Frau? Ich gehe ins Auto. Und jetzt? Oh, da geht's runter. Ich kann noch was mit dem Lenkrad machen, glaube ich. Hatten die einen Unfall? Angst davor, einen Unfall zu haben? Ist das ein Krankenhaus? Oh. Das mit den Finden und immer den Rücken streicheln erinnert mich an Little Nightmares. Lauf doch nicht weg. Du kleines Ich, du. Hey, wo bist du hin? Ach, da. Da fällt gerade alles in sich zusammen. Das Auto steht nur noch da hinten. So viele Gefühle. Und das Spiel kommt komplett ohne Worte aus, ne? Nicht springen. Komm mit. Das klappt. Oh, wie das ist cool. Das Haus kommt irgendwie auch näher. Nicht nur ich gehe hin, sondern das Haus geht auch zu mir. Family Therapy. Familientherapie, okay. Das könnte jetzt eine Anstalt sein. Rücken streicheln das so aus, als würdet ihr euch schubsen. Ich glaube, das war auch Schubsen. Hey, du bist wieder ganz. Nee, ich bin noch nicht ganz. Da fehlt noch ein Stück. Komm mit. Gott, ist das nett gemacht. Wie klein die sind, das merkt man erst, wenn man. Oh, hey, hau nicht ab. Oh, wenn man die Türen sieht. Also bis jetzt denke ich ja, dass es er selbst oder sie selbst ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er oder sie eine Schwester oder einen Bruder hatte. Die da vielleicht gestorben sind. Oh Gott, was machen die da? Zumindest als ihr zusammen wart. Echt? Oh, da muss ich drauf achten. Weil jetzt ist es auch wieder mehr kaputt sogar als gerade eben. Aber jetzt ist der weg. Der andere kleine Zwerg. Okay. Nicht schön hier. Oh Gott. Aber ich habe ihn gefunden. Schneller laufen kann ich leider nicht. Ich habe es schon versucht.
Glaub mir, ich hab's versucht. Diese Türen, die immer selbst von selbst aufgehen. Ah! Ah! Und die Möbel, die sich von alleine immer verrücken. Und jetzt? Soll ich ins Bett? Okay. Ah, da bist du. Jetzt komm her. Nein, lauf doch nicht immer weg. Ich löse mich immer mehr auf. Firo hat recht. Bald bin ich ganz weg. Oh Gott. Hey, da stehst du ja. Und die haben alle so Masken auf. Gott. Also Gasmasken und sitzen im Gas, ne? Die pupsen so viel. Ich glaube, das ist es. Wenn du so viel pupst, brauchst du schon eine Gasmaske. Es ist so gut gemacht. Ah, ich will nicht an deren Pupsen sterben. Es muss ganz schön stinken. Hilfe. Wieso gehen hier über... Ah! Oh Gott. Die sind hier alle am Verbluten irgendwie. Also das ist ja wirklich ein richtiger Albtraum für ein Kind. Vor allem, wenn es dort ist. Also, das muss nicht mal so hart sein. Kinder nehmen so Sachen ja viel krasser noch auf. Wenn man dann Angst hat, hat man Angst, ne? Oh. Ich bin wieder hier. Es gibt hier eine neue Tür. Geht die auf? Nö. Wieso sollte sie auch aufgehen? Ist ja Quatsch. Die geht auch nicht auf. Ich laufe immer im Kreis. Lass mich. Ich will hier gar nicht stehen bleiben, irgendwie. Uah. Wenigstens greifen die mich nicht an! Oh Gott, genau wo ich das sage. Also es schaut aus wie ein Trauma, ehrlich gesagt. Vielleicht sind die Eltern gestorben bei dem Autounfall. Vielleicht haben die sich gestritten und dann hatten sie eben deswegen den Unfall, weil er nicht aufgepasst hat. Und dabei sind die gestorben. Oh, jetzt bin ich eingesperrt. Oh nein. Oh gut, jetzt bin ich nicht mehr eingesperrt. Aber es gibt fliegende Rollstühle, die mir sicher gleich auf den Kopf fallen. Vielleicht bist du das Glückliche selbst und der andere, dass du das die ganze Situation verarbeitet, weil er immer traurig ist. Oh, nice thinking, Firo. Könnte sein, ja. Fallt mir nicht auf den Kopf, bitte. Fallt mir nicht auf den Kopf, bitte. Vielen Dank. Und das Glück löst sich halt auch immer mehr auf, ne? Oder das, der glückliche Teil. Okay. Wow. Oh mein Gott. Ich kann hier überall reinschauen. Und bin dann immer unter Wasser?
Es wird immer schlimmer. So ein bisschen wie aus der Situation entkommen. Ja, so schnell geht das. Shit.